Hallo ihr Lieben, Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, Quick and Dirty heute. Frage ist, habe ja so ein paar Fragen bekommen, könnt ihr auch immer mal stellen, kann man auch mal einfach schicken auf Instagram oder Facebook, wobei dann nur, wenn ich so eine Frage gestellt habe, sonst weiß ich nicht, ob das eine Frage für ein Video ist. Ansonsten gibt es ein Formular auf meiner Website. Ja, Thema heute ist aber, wo hatten wir das denn? Ja, was ist, wenn ich an meiner Selbstliebe gearbeitet habe, beziehungsweise dieses Co-Abhängige anfange aufzulösen, was ja eigentlich Selbstliebe-Thema ist, ne? Was ist dann, wenn sich Freunde zurückziehen? Also ich kenne es eigentlich eher so, dass man auch auf manche Freunde einfach gar keinen Bock mehr hat. So. Also es ist ein total übliches Thema. Ich meine, ich hätte da auch schon mal ein Video zu gemacht, dem man meiner Ansicht nach nicht entgehen kann. Wenn man so bestimmte Anziehungspunkte hatte aufgrund von diesem Pluspoligen, sagen wir mal Co-Abhängigen, mangelnde Selbstliebe, ich achte nicht auf meine Grenzen, ich lasse Leute über meine Grenzen latschen, ich lasse mich einwickeln in den manipulativen Kram, auch in Freundschaften. Und arbeite dann an meinem Liebeschip, was ja auch Bindungs-Beziehungsschip ist, dann ändern sich komplett, aber nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess, der geht über mehrere Jahre, so unter Umständen, ne? Oder nicht unter Umständen, der geht über mehrere Jahre, am Anfang vielleicht sehr schnell, aber auch nach hinten raus verschieben sich manchmal wirklich gravierendste Veränderungen in der Art, wie man auf Menschen schaut und dass man bestimmte Sachen einfach gar nicht mehr fassen kann und auch bestimmte Sachen einfach denkt, habe ich die vorher nicht gesehen? Und das führt eben zu weniger persönlicher Toleranz. Also Toleranz ist ja eigentlich immer gut, aber Toleranz natürlich nicht im Sinne von, ich mache hier im 1:1, muss ich mir irgendeinen Scheiß reinziehen, ist Toleranz natürlich nicht gut. Aber man wird sozusagen immer weniger tolerant für Bullshit, sag ich jetzt mal. Und man hat auch immer weniger Angst, Bullshit zu nennen und zu sagen, es ist Bullshit und mach ich nicht mehr, will nicht mehr, macht euren Kram alleine, es ist kein Bock, ist ein Kindergarten. Und das führt dazu, dass sich dass sich Freundschaften verändern. Da ist auch keiner schuld jetzt oder so, weil jeder geht seinen eigenen Weg und wir wissen ja nicht aus einer ganz hohen Perspektive, die wir gar nicht sehen, macht das alles einen Sinn haben. Der eine hat vielleicht ein Leben von, ich habe überhaupt keinen Bock an mir zu arbeiten, ich chill hier einfach, der andere hat sich ganz viel vorgenommen. Vielleicht ist es auch jemand, der sich zurückzieht, dann genau derjenige, der dich noch weiter in die Selbstliebe bringt. Also wir sollten das auf so einer großen Ebene vielleicht nicht bewerten, denke ich, was Menschen tun. Aber für euch dürft ihr immer bewerten, dürft sagen, das ist einfach, oder man kann es auch, also meine Erfahrung ist, man kann es einfach irgendwann nicht mehr, man kann es gar nicht mehr anders, man sieht einfach, what the fuck, was macht dieser Freund oder diese Freundin und man weiß also auch irgendwann, dass man mit eigentlich selten funktioniert, dass man drüber redet, weil dann kommt ja meistens was für ein Quatsch und Spinnens und ich weiß nicht was. Und manchen mag es funktionieren, wunderbar, dann entwickelt sich die Freundschaft weiter. Natürlich, das ist jetzt, mache auch bei einigen Freundschaften funktionieren. Manche Freundschaften sind vielleicht so gut, dass sie jede Veränderung überstehen oder ihr entwickelt euch gemeinsam weiter. Aber typischerweise, dünnt sich das aus. Ich meine, es ist natürlich sowieso, wenn man älter wird, scheint es ja schwieriger zu sein für viele, für Männer, glaube ich, vor allen Dingen Freundschaften aufrecht zu erhalten. Das ist also viele Männer über, weiß ich nicht, 40, 50 haben angeblich nur noch einen Freund, keine Freunde, keine Ahnung. Das ist jetzt bei mir nicht so, aber ja, mach's geben. Was ich in meinem Leben bemerkt habe, ist, dass ich in meinem Prozess ganz viele Freundschaften, Bekanntschaften aufgelöst haben, weil es einfach überhaupt nicht mehr gepasst hat von beiden, also von meiner Seite nicht und auch von der anderen Seite nicht. Die sind auch mit mir da nicht mehr klargekommen, weil ich zu, weiß ich nicht, keine Ahnung, zu was auch immer war. Hat dann aber auch dazu geführt, dass ich jetzt, also einen vielleicht viel kleineren Freundeskreis habe, aber von Leuten, die wirklich total
total stabil sind, wie eine Eins stehen und super loyal und ja, was natürlich schöne Sache ist, aber für mich fand das auch einen schwierigen Prozess, diese Verkleinerung da zu akzeptieren. Aber das kann ja auch, ich meine, ich bin auch nicht am Ende meiner Entwicklung, da mag es ja auch noch Entwicklung geben. Also könnte ich mir zumindest vorstellen für mein Leben, wo man auch wieder in größere Freundeszusammenhänge kommt. Ich sehe das ja so vor meinem geistigen Auge, dass da noch sich an mich an so einem Billardtisch stehen mit so Kumpels und wieder so eine richtig coole Clique. Aber ich glaube, das werde ich mir auch noch manifestieren. Und genau, es gibt eine Woche lang bis nächsten Freitag noch ein paar Kurse mit 25 € Rabatt. Packe ich nochmal kurz hier drunter die Links. Also das ist das Modul 1, All-Time-Klassiker. Der neue Datingkurs für Frauen, Liebesche Pro für die Leute, die schon länger dabei sind. Und der Kurs Spiritualität und Nice Geiles Leben mit dem Code Pilgern 2020. Warum? Machen wir nächste Woche. Ja, genau. In diesem Sinne, wir werden es bald wiedersehen. Ja, genau. Wir werden es bald wiedersehen.